herzlich willkommen zu diesem Web-Talk. Heute mit einem Blick auf OER für Schule und Nachhilfe, was ich ein bisschen, also als Tandem, also das mit der Nachhilfe ist ja so eine Sache, ob man das irgendwie sozusagen immer besonders hervorheben muss. Ich würde sagen, für Lernen im schulischen Umfeld, wie wäre es damit? Das ist auf jeden Fall der Schwerpunkt für heute. Ich habe euch wieder eine ganze Reihe von verschiedenen Webseiten mitgebracht. Ihr werdet die Möglichkeit haben, die Linkliste in Form einer Präsentation wieder selber durchzugehen. Und ich werde euch ein paar Sachen vorstellen. Ja, da bin ich gespannt, ob ihr sie schon kennt oder ob sie euch schon sehr vertraut sind. Vieles von dem, was ich vorstellen könnte, haben wir schon in den vorherigen Web-Talks behandelt, weil natürlich sehr viele Fundquellen, die man so allgemein anschaut, schon auf Schule und Unterricht bezogen sind. Deshalb hier und heute, wie gesagt, eine Zuspitzung und auch eine unvollständige Fächerliste, weil das wäre dann, glaube ich, einfach viel zu umfangreich gewesen. Aber ich gebe mir Mühe, euch ein paar Stellen vorzustellen, die vielleicht nur so mittelbekannt sind oder euch auf jeden Fall nochmal mit auf den Weg gegeben werden sollten, weil sie einfach super wichtig sind und da sehr rege Dinge passieren, die man kennen sollte, wenn man sich mit OER beschäftigt. Genau, genug der Vorrede. Ich gebe mal meinen Bildschirm wieder frei und starte dann die Präsentation, um euch mitzunehmen auf die kleine Reise durch das Internet. Was ihr jetzt sehen könnt, ist schon mal unsere Präsentationsfolie Nummer 1 und auch gleich der erste Tipp des Tages. Das ist nämlich zum.de, ein Verein, der sich schon seit sehr langer Zeit zum Auftrag gemacht hat, Unterrichtsmedien zu teilen. Im Hintergrund hier sind Lehrerinnen und Lehrer aus ganz unterschiedlichen Bildungsbereichen, die Spaß daran haben, Unterrichtsmaterialien zu entwickeln und die eben mit anderen Lehrpersonen zu teilen und zu diskutieren. Und es gibt in der ZUM zwei Bereiche. Zum einen dieses Portal und zum anderen noch einen etwas neueren Bereich, der heißt ZUM Unterrichten und den schauen wir auch gleich nochmal an. Hier bei dem ZUM-Portal findet ihr eine ganze Menge an allgemeine Hinweise, wenn ihr Lehrpersonen seid, die halt so auch rund um das LehrerInnen-Dasein interessant sind, Tipps und Tricks und ansonsten so allgemeine Hinweise. Bei der ZUM kann man sich sehr gut darauf verlassen, dass man Materialien findet von Menschen, die auch wirklich in der Praxis damit unterwegs sind. Das heißt, der Effekt, der sich einstellen kann, ist der, wenn ihr eine Frage habt oder irgendwie Erfahrungen gemacht habt mit einem Material, das ihr hier findet, dann könnt ihr durchaus auch mit den Personen in Kontakt treten oder ihr könntet sogar auch mitmachen und eben diese Plattform mit befüllen. Ansonsten bietet die ZUM noch ein weiteres Feature, nämlich das ZUM-Pad. Das rufe ich mal eben auf. Das ist ein Etherpad, das man benutzen kann, um kollaborativ mit zum Beispiel SchülerInnen gemeinsam Texte zu erstellen. Also das ist durchaus ein sehr gutes Hilfsmittel, was man eben auch benutzen kann. Ich gehe jetzt mal weiter zu der weiteren Iteration von ZUM, nämlich ZUM Unterrichten. Hier verbirgt sich
ein relativ neues Angebot der ZUM, nämlich ein nach Fächern sortiertes Portal für unterschiedliche Unterrichtsmaterialien zu einer ganzen Reihe von Fächern. Das kann man hier auf der linken Seite sehen. Und da kann man dann, wenn man draufklickt, ich gehe jetzt mal auf Englisch, entsprechend schauen, welche Materialien es da gibt. Also zum Beispiel Lernpfade, interaktive Übungen, Unterrichtsideen und so weiter. Und man kann halt diese Webseite auch durchsuchen und nach weiteren Materialien durchforsten. Man kann aber auch erstmal ein bisschen stöbern und diesen Inhalt durchsuchen, indem man auf das Inhaltsverzeichnis geht und schaut, was man hier alles finden kann. Also das ist sozusagen eines der großen Fundgruben und Schatzkisten in Sachen OER, Unterrichtsmaterial von LehrerInnen für LehrerInnen, sodass ihr hier auf jeden Fall, denke ich, eine gute Quelle habt für die Gestaltung von eigenem Unterricht. Die ZUM, also durchaus eine super Geschichte, wie gesagt, auch zum Unterrichten als zweite Seite dieses Projektes. Und dann würde ich euch weiter einladen, mit mir auch mal eine Einzelseite anzuschauen. Ich habe erst gedacht, naja, warum greife ich jetzt einen von den vielen LehrerInnen heraus, die ihre Materialien zur Verfügung stellen? Hier Herr Kalt sozusagen, der seine Materialien zur Verfügung stellt. Aber vielleicht ist das auch nochmal so ein Hinweis darauf, dass es eben ja relativ leicht ist, eigene Materialien auch ins Netz zu stellen und eben zu schauen bei KollegInnen, was es da so alles gibt. Also hier als eines der Leuchttürme sozusagen für Einzelpersonen, die auch Unterrichtsmaterialien aus ihrer eigenen Praxis zur Verfügung stellen. Davon gibt es tatsächlich einige, also jetzt nicht unfassbar viele, aber schon einige Menschen, die das halt entsprechend so machen. Und die Ermutigung, wenn ihr sagt, naja, so eine Vereinsstruktur wie die ZUM ist schön, aber vielleicht irgendwie auch nicht so ganz meins, dann versucht doch mal ein solches Feld hier, wie das dieser Lehrer für sich entsprechend gewählt hat. Was man hier halt finden kann, sind tatsächlich Materialien, ich bleibe mal wieder beim Thema Englisch, wo man halt verschiedenste Übungen und Arbeitsblätter und so weiter finden kann. Also schaut da gerne mal rein. Genau, was gibt es noch? Es gibt das Digital Learning Lab als weitere Fundquelle für Materialien zu unterschiedlichen Themen. Wenn wir das mal aufrufen, dann können wir sehen, dass wir hier Kompetenzbereiche in der Mitte haben, an denen man sich sozusagen orientieren kann und wo man sagen kann, naja, ich möchte vielleicht den Bereich Kommunizieren und Kooperieren anschauen und dann kann ich mir hier Unterrichtsbausteine zu verschiedenen Geschichten anschauen. Und diese Unterrichtsbausteine sind entstanden in Hamburg und dieses Digital Learning Lab war sozusagen in seinem Ursprung der Versuch, Lehrpersonen tatsächlich anzuregen zur Gestaltung von Unterrichtsmaterialien und ihnen eine Plattform dafür zu geben, auch tatsächlich Redaktionsverfahren mit zu erproben und so weiter. Denn für einige Lehrpersonen ist es gar nicht so selbstverständlich, Unterrichtsmaterialien selber zu erstellen. Relativ häufig greift man so im Alltag, der ja auch sehr dicht ist,
zurück auf fertige Materialien. Und hier gab es halt mal den Versuch, Lehrpersonen entsprechend einzuladen, hier selbst sozusagen aktiv zu werden und ihre Praxis auf so einer Plattform mit abzubilden. Also auch hier eine Sammlung, die praktisch aus der Praxis für die Praxis entstanden ist, die man nach unterschiedlichen Kriterien filtern kann, wo man eine Schlagwortsuche hat und so weiter. Also durchaus eine empfehlenswerte Fundquelle und sozusagen innerhalb dieses Kompetenzrasters zu Hause. Eine weitere Fundquelle kennt ihr schon ein bisschen, aber mit einer anderen Oberfläche. Diese auch wieder fächerübergreifende Sammlung stammt vom FWU aus Süddeutschland. Hier ist eine Suchmaschine entstanden für Unterrichtsmaterialien aus unterschiedlichen Quellen, wo man sich insgesamt nochmal zu OER informieren kann und wo man dann aber auch die Möglichkeit hat, verschiedene Materialien zu unterschiedlichen Fächern zu finden. Und ihr seht, wir werden jetzt weitergeleitet auf die Suche von EduSharing. Und das ist ein Portal, was ich euch ja in einer der letzten Folgen schon mal etwas genauer vorgestellt habe, als es darum ging, Materialien zu OER zu finden. Und hier gibt es also auch entsprechende Materialien in unterschiedlichen Unterrichtsfächern. Die Besonderheit hier ist, dass ihr schon vorgefiltert Materialien habt, die allesamt OER sind, sodass ihr natürlich wie immer einen kurzen überprüfenden Blick werfen solltet auf die Lizenz, aber die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, hier Materialien zu finden, mit denen man wirklich gut weiterarbeiten kann. Dann möchte ich euch nochmal mitnehmen in eine Werkstatt. Und zwar haben die OER-Camps ja bis vor kurzem stattgefunden im nicht digitalen Raum und es gab eine Folge auch von Veranstaltungen, die in Werkstattform stattgefunden haben. Und wenn ich euch jetzt einmal mit auf die Website nehme, dann könnt ihr hier einen Einblick bekommen in die Arbeit der OER-Camp-Werkstätten. Und warum zeige ich euch das? Man kann hier finden einmal Materialien von Coaches, die halt so Überblickswissen geben zu verschiedenen Aspekten. Aber wenn man ganz unten auf die Seite kommt, dann kommt man zu erarbeiteten Materialien. Und weil an den Werkstätten eine ganze Reihe von Lehrpersonen aus dem schulischen Bereich teilgenommen haben, gibt es sehr häufig einen Bezug auch zum schulischen Lernen. Und damit kann man hier also durchaus auch Sachen finden, die man im schulischen Kontext gebrauchen kann. Teilweise sind das Materialien, die noch im Beta-Stadium sind, die ihr also verbessern könntet, wenn ihr das wolltet. Aber insgesamt gesehen ist es durchaus eine Fundgrube für Materialien, die bestimmt auch den ein oder anderen Blick mal lohnt. Dann ein ganz neues Projekt, Wir lernen online, entstanden im Zusammenhang mit der Schulschließung vor ein paar Monaten, also sozusagen der Versuch, freie Bildung abzubilden, auffindbar zu machen und eben zu sortieren, sodass sie für den schulischen Alltag und auch für den neuen schulischen Alltag außerhalb von Klassenzimmern gebrauchbar ist. Dieses Projekt hier, würde ich sagen, ist tatsächlich eins, was sich innerhalb der nächsten Monate rasant verändern wird.
wo jetzt im Hintergrund sehr viel getüftelt und gearbeitet wird und wo man jetzt auch schon einiges an schulischen Materialien finden kann, wo aber mit Sicherheit ein Blick in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder in diesen Fundus wirklich sehr lohnt. Ich kann euch die Seite kurz auch zeigen. Hier findet man also Lehr-Lernmaterialien, von denen allerdings nicht alle OER sind. Also ihr müsstet wirklich sehr gut drauf gucken, welche Materialien euch hier angeboten werden. Ihr seht, für die Grundschule ist der Bereich Deutsch schon relativ groß. Ich klicke mal drauf, dann können wir einmal schauen. Und dann haben wir hier halt entsprechend ja, so verschiedene Informationen über die Quelle des Materials und so weiter. Und wir werden vielleicht, wenn wir Glück haben, auch schon eine Lizenz sehen. Nein, sehen wir nicht. Okay, also da müsstet ihr das Material direkt aufrufen über diesen Sprung zum Inhalt, um dann die Lizenz zu überprüfen. Also wir lernen online als kleines Fenster in die Zukunft. Schaut mal, wie sich das entwickeln wird und wie viel offene Materialien da dann letzten Endes anteilsmäßig zu finden sind, glaube ich, wird auch ein bisschen die Zukunft zeigen. So, eine Stiftung, die sich vor allen Dingen um MINT-Themen kümmert, ist die Siemens-Stiftung und die hat sich entschieden, viele Inhalte in ihrem Medienportal unter eine freie Lizenz zu stellen, sodass man hier entsprechend gut auch Materialien finden kann, auf die man setzen kann. Was ganz gut ist, es gibt hier halt dann auch die Möglichkeit, didaktische Hintergründe und so weiter zu dem Material zu bekommen. Genau, bei den MINT-Fächern ist es ja so, dass in den allermeisten Bundesländern es nicht so ist, dass man hier eine Fächerzuordnung 1:1 treffen kann. Ja, wahrscheinlich ist das so, sind das Sachen, die man gut in Projekten und so weiter auch verwenden kann. Genau, schaut euch um, wenn ihr in diesem Bereich zu Hause seid oder eben Materialien entsprechend sucht. Ihr habt hier die Möglichkeit, über die Mediensuche ungefähr auf der Mitte der Seite dann halt Materialien zu suchen. Es ist aufgeteilt in Medienpakete, Einzelinhalte und man hat auch die Möglichkeit, eben nach Fächern zu gucken, nach Klassenstufen zu gucken, so dass man hier also eine ganze Menge an verschiedenen Angeboten finden kann. Und ich habe eben gerade erzählt, alles MINT, aber wir sehen, hier gibt es durchaus auch Anklänge in Ethik, Geschichte, Kunst und so weiter. Also ein sehr weiter Begriff dieser Fächergruppe. Ja, also durchaus interessant. Schaut da gerne rein. Dieses Portal ist eines der OER-Vorreiter in der deutschen Schulmedienlandschaft. Ja, ein weiteres spannendes, interessantes Projekt ist aus der Schweiz. Hier geht es um Musikunterricht. Musikunterricht ist ja jetzt keines der Hauptfächer sozusagen, das man jetzt erwarten würde in einer solchen Vorstellung. Aber das ist ein Fach, das man gar nicht so häufig findet in Unterrichtsmaterialien. Und ich sehe gerade, dass die Seite nicht lädt. Oder doch? Na, wie schön. Genau. Hier findet man Materialien in unterschiedlicher Form für unterschiedliche Klassenstufen. Und was mich hier überzeugt hat, euch zu zeigen, dass es diese Seite gibt, ist, dass sie sehr stark auf Videos setzt. Also wenn man jetzt hier so Rhythmusübungen anschaut, dann werden die tatsächlich vorgemacht. Man kann sie mit der Klasse oder auch zum Selbstüben nachmachen. Das ist durchaus auch sehr lebensnah
Und ich hatte sofort das Bild vor Augen, dass man vielleicht eine Vertretungsstunde vor sich hat und hier schon mal vielleicht ein paar interessante Geschichten finden kann, die sich lohnen, einmal auszuprobieren. Genau, was haben wir noch im Angebot? Noch eine Seite zur Musik. Diese Seite von Ulrich Kaiser hat einen ganz interessanten Ansatz. Hier findet man nämlich tatsächlich sowas wie Materialien, die so in ja, Buch- oder Heftform gedacht sind. Also klassische Musikinhalte in gebündelter Form mit sehr guten didaktischen Aufbau, die man also sehr gut verwenden kann für den Unterricht. Es ist auch ein Bereich dabei für den Unterricht an Musikschulen und das eben alles Materialien, die unter einer freien Lizenz stehen und entsprechend dazu einladen, verwendet und weiterverarbeitet zu werden. Ich gucke noch mal ein bisschen weiter mit euch auf so ein paar Einzelfächer. Hier gibt es ein Portal zum Thema globales Lernen, wo halt die gesamten Themen rund um nachhaltige Entwicklung behandelt werden. Hier ist sehr interessant die Aufteilung nach Fokusthemen, aber eben auch nach einer Bildungsmaterialien-Datenbank, die man filtern kann nach Open Educational Resources. Ich mache das mal gerade. Und dann bekommt man hier also entsprechend Informationen. Ach schau, wir sind hier auch vertreten mit unseren Webinaren. Das ist ja nett. Und ja, so dass man hier also nochmal allgemeine Informationen finden kann, aber dann eben auch die Datenbank, die man entsprechend durchsuchen kann nach den verschiedenen Dingen, die man hier sehen kann, Themen. Oder auch sowas wie, um welches Land, welchen Kontinent soll es gehen, welche Schulfächer sollen bedient werden und so weiter. Also sehr vielfältig, sehr praxisbezogen und ständig wachsend. Also auch das eine Quelle, wo ich sagen würde, es lohnt sich hier, wenn einen diese Themenvielfalt interessiert, durchaus einen Bookmark zu setzen und zu sagen, da gehe ich immer mal wieder hin. Ein ähnliches, sehr interessantes Projekt, also ähnlich in dem Sinne, dass es auf ein Fach bezogen ist oder ein Themengebiet bezogen ist, ist Segu Geschichte. Die fahren einen sehr interessanten Ansatz, nämlich des selbstgesteuerten Unterrichts. Und diese Plattform ist aus einem Universitätsprojekt entstanden, das mittlerweile abgeschlossen ist. Trotzdem aber wird diese Website weiter betrieben und auch nach wie vor Lern- und Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt, die dazu einladen, dass Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Lernwege durch diese Themen finden. Und das, wie gesagt, ist ein interessanter Ansatz, der halt versucht, Geschichtslernen einmal anders zu denken, als man so naja, mit klassische Textarbeit sozusagen, schlagt Buch auf Seite X auf oder so. Das ist, denke ich, ja ein etwas traditioneller, ein sehr traditionelles Verständnis von Geschichtsunterricht, das heutzutage eher nicht mehr so gelebt wird. Aber wer weiß. Auf jeden Fall dies hier eine durchaus spannende Quelle für einen Geschichtsunterricht, der auf jeden Fall lernerzentriert ist. Kommen wir zu dem Bereich von Lernplattformen, die sich auch explizit an Schülerinnen und Schüler richten und hier den Ansatz fahren, ich möchte eine Lernplattform haben, auf der ich arbeiten kann, wenn ich das gerne möchte, praktisch ergänzend zum Unterricht. Hier findet ihr zum Beispiel Lernpfade zu Mathematik, ups, sodass ihr hier entsprechend euch orientieren könnt,
um eure Inhalte zu finden. Also hier gibt es halt die Unterteilung in verschiedene Lernstufen, schulischer Bereich, Studium oder auch Zertifikate. Also hier ist der Begriff von Lernen sehr weit gefasst. Ah, ich sehe gerade, wir sind schon um eine Plattform weitergesprungen. Die Plattform, die ich euch zuerst vorstellen wollte, ist Zerlo. Aber hier sind wir jetzt schon bei Memucho gelandet. Macht nichts. Auch das eine Plattform, die OER bietet, die einen sehr interessanten Ansatz hat. Hier kann man nämlich nicht nur Lernpfade verfolgen, die einem vorgegeben sind, sondern man kann sich auch eigene Lernpfade anlegen. Und das ist sozusagen alles ein sehr interessanter Vorgang. Also hier kann man, wenn man zum Beispiel den Bereich Geschichte anschaut, bekommt man auf Memucho Fragesätze, die man halt entsprechend anschauen kann und wo man so im Stile einer Lernkartei sich Inhalte erarbeiten kann oder wie gesagt auch selbst Inhalte erstellen kann. Also ein auch wieder Ansatz, der dazu einlädt, selbstgesteuert zu lernen und auch sozusagen über klassische Unterrichtssettings hinausgeht. Jetzt aber wieder zurück zu dem, was ich euch vorher zeigen wollte, nämlich Zerlo. Auch das eine Lernplattform, die den Unterricht ergänzt und wo man zum Beispiel Lernpfade im Bereich Mathematik verfolgen kann. Hier hat man also die Möglichkeit, auf verschiedenen Ebenen zu lernen. Hier sind die Inhalte unterteilt nach verschiedenen Schularten, sodass man hier sich gezielt vorbereiten kann oder auch bestimmte Prüfungsinhalte, die man sozusagen gezielt als Themenfelder mit auswählen kann. Und dann kann man hier entsprechend durchgehen und sich seine Informationen zusammensuchen, wie man sie halt braucht, so mit unterschiedlichen Anforderungen und so weiter. Also durchaus eine sehr schulnahe Plattform, die man gut benutzen kann, um Unterrichtsstoff zu vertiefen, zu ergänzen und darauf aufzubauen. Genau, Memucho habt ihr gerade mit mir zusammen schon angeguckt. Also hier eher die Lernkartei-ähnliche, etwas spielerischere Form, durchaus auch geeignet, um eigene Karteien oder Lernwege anzulegen. Dann ein Hinweis für die Lehrpersonen unter euch, die gerne Arbeitsblätter verwenden. Das ist ein Instrument, eines von zweien, was ich euch gerne zeigen möchte, dass man tatsächlich im Unterricht dann als fertiges Produkt einsetzen kann. Das ist das Projekt Tutory. Hier lassen sich über diese Website Arbeitsblätter erstellen und die Arbeitsblätter, die ihr erstellt, könnt ihr auch schon mit Fotomaterial, Illustrationen und sonstigen Dingen bereichern. Und der Trick bei Tutory ist, dass im Hintergrund eine Anbindung ist an Bilddatenbanken, die Materialien unter freien Lizenzen zur Verfügung stellen, sodass ihr zum einen eure eigenen Aufgabenstellungen etc. auf so ein Arbeitsblatt tun könnt, aber Illustrationen und Ähnliches eben dann auch unter einer freien Lizenz einbindet, automatisch sozusagen, sodass man auf diese Art und Weise ein wohlgestaltetes und gleichzeitig rechtskonformes Gebilde namens Arbeitsblatt in den Händen halten kann. Außerdem ist Tutory noch eine Plattform für Lehrpersonen, die Lust haben, ihre Arbeitsmaterialien mit anderen Lehrpersonen zu teilen.
sodass ihr also hier auch auf einen Fundus von fertig gestalteten Arbeitsblättern von anderen Menschen zugreifen könnt. Das Einzige, was man dafür tun muss, ist, sich zu registrieren. Ansonsten ist es ein Freemium-Modell, sodass es einen Bereich gibt von Arbeitsblättern, die man erstellen kann kostenlos und auch nutzen kann kostenlos. Und es gibt einen erweiterten Bereich, den man eben zu einer bestimmten Gebühr nutzen kann. Ein weiteres Projekt, mit dem man Unterrichtsmaterialien selber erstellen kann und gleichzeitig aber auch Materialien von anderen nutzen kann, ist Learning Apps. Das ist ein Werkzeugkasten, kann man schon sagen, von ganz unterschiedlichen Dingen. Da kann ich ja vielleicht euch nochmal mit auf die Seite nehmen. Learning Apps bietet ganz unterschiedliche spielerische Formen der Auseinandersetzung mit Unterrichtsinhalten. Und was man hier auf jeden Fall machen kann, man kann einerseits Apps selber erstellen, also kleine Quizzes erarbeiten oder Spiele, was auch immer, oder auch SchülerInnen diese erarbeiten lassen. Oder aber man kann gucken, was haben denn die KollegInnen so gemacht und kann hier in verschiedenen Bereichen schauen, was denn da alles schon vorhanden ist an Quizzes und anderen Spielen und dann eben darauf zurückgreifen und diese Sachen entsprechend verwenden. Also auch das ein Tipp zum Mitmachen und Mitgestalten. So, damit verlasse ich euch dann in diesem Bereich des schulischen Unterrichts einmal und hoffe, dass ein bisschen was für euch dabei war. Wenn ihr euch jetzt gefragt habt, naja, ich bin aber kein Lehrer für irgendeines der hier vorgestellten Fächer, genau, dann schaut doch gerne bei einem der früheren Web-Talks, wenn es darum geht, Material suchen und finden zum Beispiel, denn da wird das Ganze halt wieder rund. Also was ich heute gemacht habe, ist tatsächlich extra so ein bisschen ausgewählt und geguckt, welche fachübergreifenden Orte kann ich euch mit ans Herz legen. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ihr Materialien sucht und findet, dann schaut gerne in einem der früheren Webtalks einmal vorbei und lasst euch da nochmal durch die Welt der verschiedenen Suchmaschinen führen. Gut, ansonsten danke ich euch sehr herzlich fürs Zuschauen heute und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal dann wiedersehen.